herzlich willkommen zu Farbspuren, einer Aktion des Emscher-Thalmuseums Herne. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir ein wunderschönes Kunstwerk zusammen gestalten. Inspiriert werden wir vom Schlosspark in Herne und von einem ganz berühmten Künstler, nämlich dem Künstler Vincent van Gogh. Letzte Woche habe ich euch schon das Schloss Strünkede vorgestellt. Und heute schauen wir uns einmal die direkte Umgebung des Schlosses an. Denn Schloss Strünkede hat eine wunderschöne Gartenanlage, genauer gesagt der Schlosspark. Schaut mal genau hin, was ihr hier alles entdecken könnt. Hier gibt es kleine und große Bäume. Büsche, hinter denen man übrigens super Verstecke spielen kann. Und die Bäume, die nebeneinander stehen, wisst ihr, wie man das nennt? Richtig, eine Allee. Und diese Allee, die findet ihr direkt auf dem Hauptweg zum Schloss. Den wunderschönen Schlossteich und die Gräften kennt ihr mit Sicherheit. Zahlreiche Tiere leben hier. Ich habe sogar schon mal eine Wasserschildkröte dort entdeckt. Hier gibt es aber auch Enten, manchmal auch mit Küken dabei. Und sogar Frösche, habe ich schon gesehen. Es gibt natürlich auch Brücken im Park. Ihr findet hier besondere Gebäude, wie zum Beispiel das Schollbrockhaus, eine ehemalige Kornmühle und die Städtische Galerie, das frühere Wohnhaus der Familie Forell. Und sicherlich kennt ihr auch unsere Kapelle. Diese ist nachweislich wohl das älteste Gebäude von Herne und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ganz außen an unserem Schlosspark grenzt ein wunderschöner Kinderspielplatz mit vielfältigen Geräten. Hier kann man wunderbar picknicken im Sommer oder Fußball spielen. Das Gras darf man im Schlosspark sogar betreten. Das kreative Team des Schlosses lässt sich übrigens immer wieder was einfallen für euch. Viele Veranstaltungen, besonders in den Sommermonaten, finden draußen statt. Im Schlosspark gab es atemberaubende Akrobatikvorführungen. Schüler machten Kunst im Park. Auch ein Tänzchen konnte man hier wagen. Und die Teestunde im Park, ein großes Vergnügen. Und dieses Jahr gab es eine ganz besonders bunte Aktion. Guerilla Knitting oder auch Guerilla Stricken genannt. So heißt der Trend, Bäume, Parkbänke oder Laternen in Strickkleider einzuhüllen. Die Platane im Schlosshof wurde im wahrsten Sinne des Wortes umgarnt. Viele Herner Bürger haben hochmotiviert mitgemacht und so ist dieses farbenprächtige und kunterbunte Kunstwerk entstanden. Da machte die Performance-Installation Die große Wäsche gleich doppelt so viel Spaß. Oh, wer klopft da an? Wollen wir mal schauen? Oh, guten Tag. Guten Tag. Gestatten, Vincent van Gogh. Ich habe gehört, du drehst heute ein Video über mich. Ja, woher weißt du das? Könntest du uns ein bisschen über dich erzählen? Aber sicher, Simi, das mache ich wirklich gerne für dich und deine Zuschauer. Eigentlich bin ich Holländer, aber ich habe jahrelang in Frankreich gelebt. Vielleicht wisst ihr es ja, dass ich Lichtmaler war, ein Impressionist. Ich habe versucht, möglichst den Eindruck der Welt ganz so einzufangen und da spielt Licht eine besondere Rolle. Licht? Meinst du so elektrisches Licht wie die Deckenlampe oder so eine Schreibtischlampe? Nein, es geht auch nicht um Strahler oder Schreibtischlampen, nein. Denn ich lebte zu einer Zeit, da gab es noch kein elektrisches Licht. Ich meine eigentlich natürliches Licht, also das von der Sonne oder vom Mond. Hier. So ein Schlosspark, der verändert sich, jeden Tag, sogar manchmal Minute um Minute. Wie, Vincent, so ein Schlosspark verändert sich? Also, wenn ich mir jetzt den Schlosspark so anschaue, da bewegt sich gar nichts. Ein Baum hat doch keine Beine. Aber das Licht im Park verändert sich, je nach Jahreszeit und Tageszeit. Am Morgen ist alles lichtdurchflutet und scheint in hellgelben Tönen.
Manchmal am Abend, da gibt es so Abendrot. Habt ihr auch schon bemerkt? Ja, das ist eine ganz besondere Stimmung im Park. Und im Winter, da entdeckt ihr hier im Park ganz viele graue und schwarze Töne. Im Sommer, da wird es richtig bunt hier, ganz viel saftiges Grün, ne? So wie hier. Und manchmal spiegelt sich sogar der blaue Himmel im Schlossteich. Das zaubert einen tollen Moment. Manchmal habe ich mich auch nachts hingestellt auf so eine Wiese. Ohne Strom? Wie soll das gehen? Da siehst du ja gar nicht, was du malst. Da habt ihr natürlich recht. Dann habe ich einfach mir Kerzen auf meinen Hut gestellt, damit ich meine Leinwand und meine Pinsel und meine Farben auch sehen kann. Ihr schimpft mich? Zu Recht, denn das war brandgefährlich. Aber es ging für mich damals nicht anders. Dürft ihr nicht nachmachen, Kinder, verstanden? Dankeschön. Ich glaube, jetzt habe ich das auch verstanden, was Lichtmalerei bedeutet. Wenn Van Gogh sich eine Wiese angeschaut hat, so wie wir es jetzt machen, dann hat er eine Sache erkannt. Grün ist nicht gleich grün. Eine Wiese ist nicht nur in einer Farbe grün gefärbt, sondern jeder Halm bildet einen Schatten. Jeder Halm spiegelt das Licht der Sonne auf unterschiedliche Weise. Und so entdeckt er auf einer grünen Wiese hellgrün, mittelgrün, waldgrün, tannengrün und dunkelgrün. Genauso ist es mit den Blättern an den Bäumen. Das ist nicht nur ein großer Fleck, sondern ihr entdeckt Strukturen der Blätter, wenn ihr hinschaut. Jedes Blatt hat eine besondere Farbe. Und auch hier spielt der Lichteinfall wieder eine große Rolle, dass eine ganz bunte Palette an Grüntönen entsteht. Und schaut mal einfach hoch in den Himmel. Auch der Himmel ist nicht nur in einer Farbe blau. Es gibt grau, es gibt weiße Wolken. Manchmal gibt es auch den Sonnenuntergang, der den Himmel rötlich, orange, sogar lila erstrahlen lässt. Also den blauen Farbbalken oben als Himmel könnt ihr jetzt auch direkt mal vergessen. Und wenn ihr mal in die Ferne schaut, dann entdeckt ihr vielleicht die Horizontlinie, wo die Wiese den Himmel berührt. Und die ist ganz, ganz wichtig, wenn wir gleich loslegen mit unserer Malerei. Jetzt geht's los mit unserer Kunstaktion. Ihr braucht heute Wasserfarben, ihr braucht Wachsstifte. Ich habe auch noch Gold hier. Ihr braucht ein paar kleine Schälchen mit ganz wenig Wasser und natürlich wie immer einen schönen Pinsel und hier bitte einen Schwamm. Den Schwamm schneidet ihr in einen kleinen Schwamm, der ungefähr 2 auf 2 cm groß ist, plus minus. Ne? Vincent van Gogh ist wohl einer der berühmtesten Künstler der Welt. Und wusstet ihr, dass er sehr gerne draußen gemalt hat? Auch an einem Sommertag weht ein kleiner Wind und es ist ziemlich ärgerlich, wenn euch das Papier um die Nase segelt. Klebt euer Blatt Papier mit ein bisschen Tapetenkrepp oder Tesafilm seitlich auf eine Unterlage, dann habt ihr dieses Problem nicht. Als erstes gestalten wir eine Horizontlinie. Das ist die Linie, wo der Himmel die Erde berührt. Ihr eure Horizontlinie machen möchtet. Die Horizontlinie müsst ihr nicht ziehen wie eine Linie. Da können ruhig ein paar Hügelchen mit drin sein. Also jetzt nicht übertrieben kleine Schlenker, aber ihr könnt es einfach mit Bewegung übers Blatt laufen lassen. Nehmt dazu einen Wachsstift. Achtet darauf, dass ihr von ganz außen nach ganz außen die Linie zieht. Und natürlich gibt es in dieser Landschaft in unserem Park auch Wege. Und die könnt ihr auch einzeichnen. Manche Wege kreuzen sich, dann sind es Kreuzungen. Ich mache jetzt mal eine T-Kreuzung. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen Hügel. Wer Lust hat, kann auch hier das kleine Schloss einzeichnen. Ja? Ihr könnt natürlich auch die Villa Forel, also die städtische Galerie, einzeichnen oder die alte Kornmühle, das Schollbrockhaus. Und dann könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr in eurem Park auch Bäume pflanzen möchtet. Vielleicht als Allee, so wie es im Schloss Strünke da auch ist. Dann macht ihr ungefähr gleich große Bäume an den Wegesrand und natürlich auch auf der anderen Seite. Scheut euch nicht, wenn die Linien sich etwas überlappen, das ist gar nicht schlimm. Wenn ihr keine Allee machen möchtet, dann
platziert ihr eure Lieblingsbäume im Beet? Mein Tipp ist, hier unten im Beet, das ist das, was ihr als erstes seht, malt die Sachen schön groß, denn jetzt mal mit der Hand aus, wie groß eure Hand ist, wenn sie euch als nächstes schon direkt vor der Nase steht. Und alles, was weiter weg ist von euch, das wandert hier nach oben, das wird kleiner gemalt. Wenn ihr eure Hand nehmt und sie von euch wegzieht, dann seht ihr, sie wird immer und immer ein bisschen kleiner. Also malt hier Bäume, die groß sind. Und jetzt da hinten im hinteren Teil werden die Bäume kleiner. Und ihr könnt natürlich auch Tannenbäume machen. Die könnt ihr einfach als Dreieck machen. Macht es euch schön einfach. Ja? Und es darf sich überlappen mit den Wegen. Das ist überhaupt kein Problem. So, vielleicht möchtet ihr auch ein paar Büsche zeichnen. Die werden natürlich auch immer kleiner. Ihr könnt auch noch eine Brücke einzeichnen, wo darunter dann Wasser kommt. Ihr könnt also die Perspektive jetzt sprengen. Ihr müsst nicht genau jetzt den Schlosspark abmalen an irgendeiner Stelle. Das könnt ihr natürlich machen, aber müsst ihr nicht. Selbstverständlich könnt ihr auch eine Sache, die euch besonders wichtig ist, noch in den Schlosspark integrieren. Vielleicht möchtet ihr euer Wohnhaus hier mitten in den Schlosspark bauen. Oder vielleicht soll eine kleine Katze hier ins Bild noch schauen mit ihrem Kopf. Das alles ist möglich. Ihr könnt eigene Elemente in euer Bild fließen lassen und dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass ihr alles nur ganz grob und einfach malt und innen noch nicht ausmalt. Vor allen Dingen nicht mit diesem Stift jetzt, okay? Jetzt habt ihr wahrscheinlich am Himmel schon Wolken gesehen und diese Wolken, die malen ja viele Kinder, wie sie gelernt haben, ganz brav, immer nur so. Ne? Kann man machen, muss aber nicht sein. Es gibt nämlich unterschiedliche Wolkenarten. Es gibt ganz kleine Wolken unten, ganz flache Wolken, aufgetürmte Wolken. Also wenn ihr Wolken malt, dann empfehle ich euch, wirklich mal in den Himmel auch zu gucken. Dann werdet ihr sehen, dass es praktisch keine Wolkenform gibt, die es nicht gibt. Dürft ihr ruhig euch ausprobieren. Und um die Wolken herum, da gibt es einen Wind. Und jetzt könnt ihr überlegen, welche Farben ihr diesem Wind geben möchtet und wo dieser Wind jetzt fliegt. Und da könnt ihr so kleine gestrichelte Linien einarbeiten. Immer schön nebeneinander sind Linien, die nicht durchgängig sind. Der Van Gogh hat ja einen ganz bewegten Malrhythmus. Und jetzt könnt ihr überlegen, welche Farben noch dazu passen. Ihr könnt also auch ein Hellblau dazu mischen. Natürlich auch Hellgelb oder Hellgrün. Da könnt ihr selber so für euch überlegen, was euch denn gut gefällt. Am Himmel ist ja auch die Sonne und manchmal ist das Licht ganz hell am Himmel, dass man auch fast so weiß-gelbe getupfelte Linien machen kann. Versucht da ein bisschen Durchhaltevermögen zu haben, weil es ist wirklich anstrengend, das zu machen. Nicht gleich aufzugeben. Je mehr solcher unterschiedlichen Blau- und Gelbtöne ihr habt, desto besser. Und ihr könnt natürlich auch Stellen weiß malen. Jetzt schaut mal, ich mal die Wolke mal hier ganz weiß aus. Malt da möglichst genau aus. Das wird nachher richtig schön werden. Habt Vertrauen, auch wenn ihr jetzt denkt, das Weiß sieht man ja gar nicht. Das lohnt sich schon. So, und ihr könnt natürlich auch mit Weiß hier so kleine unterbrochene Linien machen. Dann geht's auch in die Felder. Ja, und dann könnt ihr natürlich Gras wachsen lassen oder Steine, die auf dem Weg sind, einarbeiten. Die Steine mache ich einfach als kleine Kreise. Wenn ihr
das Gras malt, achtet darauf, dass ihr unterschiedliche Grüntöne benutzt für diese Arbeit. Das heißt, nicht nur in einem Grün ein Feld macht, sondern dazwischen vielleicht kleine Stellen macht, wo es gelb funkelt. Ja? Oder eine Stelle, wo es mal hellgrün schimmert. Vielleicht sogar auch ein bisschen blau, ne? Wenn der Schatten da drauf fällt, dann ist auch mal eine Stelle. Bei uns um die Bäume. Auch in den Bäumen gibt es ein schönes Spiel. Da malt ihr die Blätter rein als kleine Kreise. Und ihr könnt natürlich wie immer auch ein bisschen Weiß benutzen für die Kreise. Und natürlich auch hier noch ein paar grüne Blätter andeuten. Und ihr könnt natürlich auch die Baumstämme ein bisschen bemalen. Eine Seite heller ist mein Tipp. Die andere Seite des Baumstamms wieder ein bisschen dunkler. Das sieht ja schon ganz gut aus. Guckt ja mal so ganz genau hin, wo vielleicht noch was wäre, wo vielleicht noch eine Wiese wächst. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Dann arbeitet ihr hier mit diesen Schwämmchen. Ihr taucht die ein in Wasser, geht dann in eure Wasserfarbe. Verdünnt es nochmal, dass es schön dünn ist. Ihr könnt auf einem Extrablatt auch ganz leicht ausprobieren, ob genug Wasser drauf ist. Und dann überlegt ihr euch, was könnte denn so rötlich schimmern? Und das ist jetzt bei mir die Brücke. Und da mache ich einfach mit ein bisschen Rot die Brücke schon mal bunt. Und dann überlege ich, ich wasche das schön aus. Was könnte grünlich werden? Natürlich die Wiese, ne? Da geht ihr auch dann rein in eure Wasserfarben. Dann könnt ihr da drüber malen und ihr merkt, dass die Farbe abperlt. Und zwar von der Stelle, wo ihr mit den Wachsstiften gearbeitet habt. Und natürlich dürfen auch die Bäume dann grün werden, logisch, ne? Vielleicht seht ihr das hier ganz gut. Einfach so drüber gehen. Und da kommen jetzt auch diese weißen Linien wieder ganz toll raus. Und das geht relativ einfach, relativ schnell. Und wenn ihr da ein bisschen über die Linie drüber kommt und sagt, oh Gott, da ist jetzt das Schloss auch ein bisschen grün geworden oder der Weg ist ein bisschen grün geworden, dann beruhigt euch, denn manchmal spiegelt sich die Farben einfach in der Landschaft wieder. Und natürlich geht dasselbe auch mit Blau dann weiter. Dann holt ihr euch schönes Blau. Und dann könnt ihr hier sehen, ganz toll, wie die Farbe hier abperlt. Könnt ihr den Weg noch ganz einfach nachzeichnen, ganz grob. Oder kleine Lichtreflexe einarbeiten. Na, hier. Hier seht ihr auch noch den Heißluftballon. Ein bisschen mit Gelb durch den Himmel gehen. Und dann habt ihr euren kleinen Van Gogh fast fertig. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mit ein bisschen Acrylgold arbeiten. Dann könnt ihr in den Himmel kleine Sternchen setzen, beispielsweise. Wenn es so eine Abendstimmung wird. Oder ihr könnt die Fenster eures Schlosses vergolden. Vielleicht sogar an der Tür kleine Linien einarbeiten. Ihr könnt in der Brücke einen kleinen goldenen Schimmer einarbeiten, dass ihr nur die unterste Seite, wo das Wasser sich ein bisschen spiegelt, die Fische drin schwimmen, kleine goldene Kleckse bekommen. Ihr könnt die Horizontlinie nochmal nachzeichnen. Oder den Korb.
oder den Heißluftballon ein bisschen vergolden. Also da könnt ihr wirklich so arbeiten, wie es für euch sich schön anfühlt. Also was ihr einfach gerne macht. Ich habe hier vorne noch einen Baum. Den mache ich jetzt auch mal golden. Und ruckizucki habt ihr euren eigenen kleinen Van Gogh gezaubert. Das habt ihr richtig gut gemacht. Und sowas könnt ihr natürlich in unterschiedlichsten Farbstimmungen machen. Ihr könntet auch einen lilanen Himmel machen bei Sonnenuntergang oder einen roten Himmel. Ganz wie ihr möchtet. So, damit verabschiede ich mich für heute. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner kleinen Anregung für zu Hause. Bitte schenkt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass ihr vielleicht Zeit findet, mir eure Kunstwerke zuzusenden. Auf meiner Internetseite www.simonesonnentag.de gibt es einen Upload-Button und wir sehen uns im Juni wieder. Ich freue mich auf euch. Dann geht's weiter mit verrückten Tieren. Tschüss, bis bald, eure Simi.